Um den steigenden Fachkräftebedarf zu decken, investieren Unternehmen und Mitarbeiter zunehmend in die Weiterbildung. Dabei hilft auch die Industrie- und Handelskammer. Am Dienstag, den 11. September, fand dazu die mittlerweile 8. Weiterbildungsmesse Clevere Köpfe kommen vorbei in den Räumlichkeiten der IHK Magdeburg statt. Mehr als 20 Bildungsinstitutionen aus der Region Magdeburg stellten ihre Angebote vor und berieten ausführlich zu den verschiedenen Qualifizierungsmöglichkeiten. Die Aufstiegsqualifizierungen verschaffen den Teilnehmern ein hohes Maß an Handlungskompetenz in der Praxis und sie halten Schritt mit den aktuellen Anforderungen der Wirtschaft in der Region. Ich bin aktuell Industriemeister und wollte noch eine Stufe draufsetzen. Ja, später, also das Ziel ist später ganz einfach eine Absicherung im Leben zu haben. Ja, finanziell auch und einen sicheren Job denn natürlich, ja, das ist mein Ziel. Und vor allen Dingen in der Region bleiben. Die Messe legte in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Digitalisierungsangebote in der Weiterbildung. Mit der Digitalisierung und Industrie 4.0 beschäftigen sich die verschiedenen Bildungsanbieter. Dazu stellten sie ihre Angebote und Lösungen vor. Arbeit 4.0, qualifiziert in die digitale Zukunft, ist das Motto von WBS Training. Sie sind hier Vorreiter und informierten die Besucher über die Möglichkeiten und Vorteile eines virtuellen Klassenzimmers. Wir sind die Einzigen, das muss ich immer dazu sagen, die das Thema schon umgesetzt haben. Lonsfest 3D heißt diese Geschichte bei uns. Und wir vermitteln die Trainer vermitteln den Stoff in einer 3D-Lernumgebung. Ja? Also der Teilnehmer lockt sich früh morgens ein, trifft seine Unterrichtsgruppe im Unterrichtsraum. Wir sehen was schön deutlich, hier ist es schön dargestellt. Trifft sich mit denen jetzt im Audimax oder auf der Terrasse zum Kaffee oder sowas. Ne? Der Trainer ist dort auch. Wie gesagt, die Teilnehmer agieren in Form von Avataren miteinander. Ja? Sie können miteinander sprechen, sie können sich miteinander austauschen, die können verschiedene Medien nutzen, also unsere Video-Walls, unsere Präsentationswände. Ja. Ich denke mal, das ist so diese Form, die jetzt in Zukunft auch bei anderen Bildungsanbietern Einzug halten wird. Ne? Viele der Besucher haben nicht die Möglichkeit, die Weiterbildung selber zu finanzieren. Zu diesem Schwerpunkt gab es auf der Messe auch Informationsstände der Bundesarbeitsagentur und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Sie berieten über die Förderungsmöglichkeiten einer Weiterbildung. Zwischen 60% und 90%, je nach Einkommen, wenn es ein Angestellter ist, und je nach Unternehmensgröße, wenn es eine Firma ist. Und es gibt noch die Möglichkeit für Zielgruppenzuschläge, wenn es noch, wenn er alleinerziehend ist, wenn er Migrant ist, wenn er über 55 wäre, dann gäbe es nochmal einen Bonus. Wenn Menschen, die in Beschäftigung sind, sich qualifizieren müssen, also nicht nur der Arbeitslose kann und darf und soll sich qualifizieren, sondern auch Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Und da gibt es ganz viele Wege und viele Arbeitgeber wissen das nicht, weil viele andere Probleme, und dazu bin ich da, um das zu präsentieren und auch Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen. Wer die Messe verpasst hat, kann sich jederzeit bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg unter www.magdeburg.ihk.de über das Thema Weiterbildung informieren.